So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Plattformer Game und in diesem Abschnitt werden wir uns mal um den Hit Trace unserer Melee Attack kümmern und zwar unter Verwendung von sogenannten Anim Notifier oder Anim Notify States. Ich werde das jetzt kurz mal vorführen. Ich habe mein Schwert noch in dieser Position und jetzt habe ich das Ganze so eingestellt, dass es für jede Attacke sozusagen im sinnvollen Bereich der Treffmöglichkeit auch einen Trace gibt. Gut, ich habe mal einen Pilz ein bisschen vergrößert, damit man dann auch sieht, dass das grün wird, wenn es hittet und dementsprechend werden wir das Ganze dann über einen Anim Notify State abwickeln, den wir wiederum in jeder unserer Attack-Animation sozusagen verankern. So, das Ganze wird dann im BP Third Person Character in einer sogenannten Hit Detect Function ausgewertet und zwar für jeden Socket eben vom Mesh, vom Foot, von der Hand und eben auch von meinem Trail Start Socket und Trail End Socket von meinem Schwert oder Säbel, wie ich es nenne. Genau, gut, dann würde ich sagen, legen wir gleich los und ich wünsche dir viel Spaß dabei. So, und wie immer werden wir das Ganze sehr modular aufbauen, das heißt, wir werden uns wieder ein Blueprint Interface erstellen mit dem Namen BPI Battle oder BPI Attack, wo wir dann sozusagen die Hit Detection und die Hit Reaction unterbringen werden. So, und dazu gehen wir einfach mal auf Blueprints und ich würde sagen, wir legen es direkt in der Root von Blueprints mal an. Rechte Maustaste Blueprint und dann wählen wir Blueprint Interface. So, das nennen wir jetzt BPI underscore und ich nenne es einfach mal Attack oder Combat oder Battle. Ich nenne es mal Attack, obwohl es eigentlich die Hit Detection ausmachen soll. Also freie Wahl der Waffen bei der Namensgebung. Du sollst nur wissen, was das beinhaltet. So, dann per Doppelklick können wir dieses öffnen und jetzt werden wir zwei Funktionen anlegen. Hier oben rechts, die eine heißt einfach mal Hit Detection und die Hit Detection hat keine Inputs, keine Outputs, ist eine reine Funktionalität. Dann gehen wir auf Compile und adden uns noch eine neue Funktion und die nennen wir einfach mal Hit Reaction. So, das wird meine Hit Reaction und die Hit Reaction hat ebenfalls keine Inputs und keine Outputs. So, dann auf Compile, Save machen wir automatisch, nochmal zur Erinnerung, Save on Compile on Success Only. Dann sparen wir uns diesen Save-Knopf. Gut, ich klinge es jetzt mal neben meinem Level ein, weil bei mir hat sich die BPI Attack über den ganzen Bildschirm gelegt. Dann wechseln wir rüber auf den Level und damit wir das nicht vergessen später, werden wir das gleich mal unserem Third Person Character Blueprint zuweisen. Das heißt, wir gehen auf Content, wir gehen auf Third Person, dann auf Blueprints und dann auf BP Third Person Character. So, wie du sicherlich noch weißt, wie man ein BPI zuweist, das bedeutet hier oben gehen wir auf Class Settings und hier drüben haben wir bei Implemented Interfaces, falls es bei dir zugeklappt ist, einfach aufklappen und da befinden sich schon unsere Dimensions, Pickup und Interaction mit drin und hier können wir noch zusätzlich adden und da geben wir ein BPI und dann bekommen wir unser Attack zur Auswahl. So, gut, dann gehen wir auf Compile und wenn wir hier drüben links auf Interfaces gehen, dann sehen wir, dass wir unsere Hit Reaction und Hit Detection schon mal vorbereitet haben. Die können wir auch gleich mal anlegen, wir können mal ganz nach unten fahren. Wir haben ja schon sehr viel am Blueprint Code implementiert und jetzt würde ich einfach sagen Hit Detection doppelklicken und dann werden wir das Ganze hier einfach schon mal vorbereiten. Also wir beginnen mit der Detection und die Reaction werden wir dann zu einem anderen Zeitpunkt erledigen. So, dann haben wir hier diesen Event Hit Detection schon drin und dann gehen wir einfach mal auf Compile und Save. Jetzt wechseln wir wieder auf unserem Level, auf unsere Level 1 Map und an dieser Stelle würde ich vorschlagen, erstellen wir schon mal diesen Anim Notify State Blueprint, das wir dann anschließend in sämtliche Attack Montages integrieren werden und dazu gehen wir jetzt einfach mal auf Content und ich würde sagen, die Notifier legen wir in unseren Animation Folder ab, das heißt, wir gehen auf Animations, dann ich habe hier einen Ordner Used erstellt, da sind alle Anim-Montagen drin, die ich in meinem
Game verwende und dann in einem freien Platz rechte Maustaste. Wir gehen auf Blueprint Klasse und dann suchen wir hier unten unter All Classes unter Search, suchen wir einfach mal nach Anim Notify und hier unten steht es schon State. Also wir benötigen ein Anim Notify State und per Select können wir dieses auswählen. So, dann nennen wir das Ganze jetzt einfach mal Anim und dann NS für Notify State und dann noch Underscore und dann nennen wir das noch Hit Detection. So, dann ist das ganz klar, was das Ganze machen soll und dann per Doppelklick können wir unsere Anim NS Underscore Hit Detection sozusagen gleich mal öffnen. So, das sieht jetzt ein bisschen anders aus wie ein normales Blueprint. Wir können hier praktisch Funktionen erstellen, Variablen und Event Dispatchers. Das heißt, wir werden hier einfach mal bei den Functions, wir haben hier nur 5 Overrideable, also 5 überschreibbare Funktionen zur Verfügung. Und dann gehen wir hier bei Override einfach mal auf das Dropdown und wir werden jetzt einfach mal Received Notify Tick auswählen. So, dann haben wir hier Received Notify Tick mit einer Return Note und das schieben wir jetzt ein wenig auseinander. Und da kann man jetzt dazu sagen, immer wenn dieser Notify-Tick sozusagen erhalten wird, also wenn dieser Notify-Tick von unserer Montage hier übergeben wird, dann wird dieses Skript ausgeführt und zwar nur dann, wo wir das dann auch in dieser Montage platzieren werden. So, jetzt werden wir wieder keinen Cast machen, deswegen habe ich ja auch dieses BPI Attack eingeführt. Das heißt, hier ist es der übliche Weg. Wir müssen wieder fragen, has Tag oder Actor has Tag und das Object Implement Interface, aber wir haben hier einen Mesh-Komponenten als Ausgangspin und deswegen müssen wir hier noch was dazwischen schalten und das nennt sich dann Get Owner. Also wir brauchen sozusagen den Eigentümer davon. So, jetzt habe ich hier noch einen Rechtschreibfehler. Get Owner und dann können wir an dieser Stelle einfach weitermachen über den Owner. Gut, dann können wir hier rausziehen und sagen zum Beispiel Actor has Tag. Dann haben wir Actor has Tag und unser Actor, der hat den Tag Player mit großem P. Ich glaube, da müssen wir nicht nachschauen, das wissen wir ja schon. Und das Ganze können wir dann wieder über eine Branch abfragen und überprüfen. So, dann haben wir hier eine Branch mit drin. Dann haben wir hier das Get Owner, das Actor has Tag. Und jetzt müssen wir immer aus dem Get Owner herausziehen. Und dann kommt wieder unser Das Object Implement Interface und an dieser Stelle benötigen wir unser BPI Attack. So, wenn wir jetzt einen Tag Player haben und parallel das BPI Attack Interface implementiert haben, was wir ja zuvor schon in unserem Third Person Character Blueprint erledigt haben, dann kommt an dieser Stelle wiederum ein Branch, um das Ganze natürlich noch zu überprüfen. So, und wenn das Ganze dann klar ist, dann werden wir unsere Hit Detection aufrufen und zwar als Message von unserem BPI und das heißt, wir ziehen hier raus, dann sagen wir einfach mal Hit Detection und da steht es auch schon BPI Attack Hit Detection Message. So, dann rufen wir die auf. Jetzt benötigen wir an der Stelle wiederum ein Target und das wird wiederum unser Get Owner sein und dann können wir das Ganze hier bequem noch verknüpfen. Wir könnten hier auch natürlich sagen Promote to Variable. Das würde natürlich dann auch gehen. Dann hätten wir hier eine Variable drin und dann könnten wir die immer schön sauber reinziehen. Aber ich denke, so wie es jetzt gerade ist, ist es eigentlich auch noch relativ übersichtlich. So, dann haben wir hier unseren Received Notify Tick schon erstellt. Das war es an der Stelle schon. Immer wenn das übergeben wird, wird sozusagen unsere Hit Detection gecallt, unsere Message in unserem BPI, die wir ja wiederum in unserem BP Third Person Character jetzt verankert haben. So, dann müssen wir als nächstes unseren Anim Montages mitteilen, an welcher Stelle das dann dieser Notifier sozusagen aufgerufen wird. Gut, jetzt befinden wir uns ja eh schon in unserer Animation Used Folder Geschichte und jetzt werden wir einfach mal die erste Animation, die hier zur Verfügung steht, bei mir ist es die Combo 4 Montage, mal öffnen und
Dann mit der Space-Taste werde ich mich hier mal ausklinken. Ich mache es auch ein bisschen mit dem Mausrad ein bisschen übersichtlicher. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wir haben das Schwert oder den Säbel in der rechten Hand. Wir machen hier so einen Rückwärtsflip. Und jetzt müssen wir uns einfach vorstellen, ab wann werden wir ungefähr mit dem Säbel den Gegner treffen können. Das heißt, ich würde sagen, wir legen so ab hier los bis hier. Also das wäre jetzt meine Meinung. Du kannst natürlich auch das größer ziehen. So, und dazu gehen wir einfach mal hier rein bei den Notifier. Und zwar bei der Track 1 machen die rechte Maustaste. Und hier gibt es ein Add Notify State. Hier sieht man schon, dass es auch Default-Geschichten gibt von Unreal wie Time Particle Effect, Niagara Effekt und so weiter und so fort. Hier sind schon ein paar vorgefertigte States mit drin, aber wir sehen auch, unser selbst erstellter Anim NS Hit Detection steht zur Verfügung. Und den wählen wir jetzt einfach mal aus und den können wir hier auch einfach größer ziehen. Und ich sage jetzt einfach mal, ich stelle den mal so hin bis zum Ende von meinem Can Attack Again, also bis das beginnt. Und dann dementsprechend sage ich, ab hier kann ich treffen. Vielleicht mache ich es auch noch ein bisschen größer, dass ich sage, okay, so jetzt halt habe ich den Säbel richtig in Schwung und jetzt geht es hier so runter. Und nach Can Attack Again kann man ja sowieso schon in die nächste Animation schalten. So, das war's an dieser Stelle schon. So einfach ist das. Und dann gehen wir einfach mal auf Save, dann wieder zurück. Jetzt nehme ich die nächste, das ist meine Combo 5. Die werde ich natürlich ebenfalls mal anhalten mit Space oder mit Mausklick hier oben rein. Und dann schaue ich mir einfach mal an. Ich habe ja hier mein Schwert in der rechten Hand. Das heißt, ich ziehe hier sauber durch. Aber ich habe ja hier den Sprung und jetzt schlage ich zu. So, das heißt, ich mache hier so eine Drehung rein und ab jetzt, denke ich mal, können wir diesen Notifier State implementieren. So, dann machen wir den einfach mal rein und dementsprechend werde ich das Ganze wieder bis zum Ende durchziehen. So, dann schauen wir uns das nochmal an. Du musst es selber entscheiden, je nachdem wie deine Animationen sind. Ich würde sagen, so ab da ist es eigentlich ganz gut und da schlagen wir dann richtig schön runter. Ich denke, das reicht bei mir so aus. So, dann gehe ich wieder auf Save und dann wieder zurück auf meinen Level. Und dann nehme ich meine Viking Attack 1. Und diese ist ja aktuell ein Faustschlag. So, da hole ich hier aus und hier schlage ich nach oben. Das heißt, ich werde hier dann einigermaßen an dieser Stelle mal meinen Anim NS Hit Detection implementieren. Wieder bis hinten und dementsprechend schaue ich mir das nochmal an. Hier hole ich aus, hier kicke ich und hier werde ich dann so treffen. Das heißt, wir werden den Trace natürlich so minimalistisch einstellen wie notwendig, damit wir die CPU nicht zu stark belasten. Das macht ja auch Sinn. Wir wollen auch keinen Gegner hinten treffen, wenn wir uns gerade drehen oder irgendwas in der Luft. Das sollte dann schon realistisch umgesetzt werden. So, ich würde sagen, hier hole ich aus, hier schlage ich schon rein. Ungefähr so an dieser Stelle. Das heißt, ich mache es ungefähr so. Gut, dann gehe ich nochmal auf Save und wieder zurück und dann nehme ich meine Viking Attack 2. Die stoppe ich ebenfalls. Hier habe ich mein Schwert, hier hole ich aus. Sicherheitshalber hole ich mir schon den Notify State über die Hit Detection. Und dann sage ich, okay, hier hole ich aus, hier schlage ich super zu. Das heißt so ungefähr an dieser Stelle. So, hier wird praktisch zugeschlagen. Ich denke, ja, vielleicht kann ich auch noch ein Stück weiter nach drüben. Das ist natürlich dann alles justierbar und nachher nachträglich noch einstellbar. Das würde ich sagen, kannst du dann praktisch je nachdem, wie sich's anfühlt, dann separat für deine ganzen Animationen selber noch nachjustieren. So, dann gehe ich nochmal auf Save und dann gehe ich auf meine Dreier-Attacke und das ist ja bei mir ein Fußtritt. Da sieht man schon, zack, da geht's los und dann an dieser Stelle Add Notify State an im NS Hit Detection und dann auch bis zum Schluss eventuell. Das heißt, hier haue ich rein und hier bin ich eigentlich schon wieder ein bisschen unten. Ja, ich würde sagen, das kann man fast so lassen, vielleicht sogar noch ein bisschen rüber und dass der dann da schon trifft.
Gut, das wäre jetzt sozusagen meine Basiseinstellung mal auf schnell, schnell gemacht. Und jetzt haben wir diese Geschichten schon drin, dann einfach speichern und dann können wir die Animationen wieder schließen. So, das wäre jetzt die sogenannte Hit Detection und die können wir uns natürlich auch gleich mal ausgeben lassen. Wir gehen auf den Third Person Character und da können wir einfach mal einen Print String einfach mal zur Ausgabe. Das ist sowieso die beste Debug-Funktionalität, die man am häufigsten hernimmt. Und da schreiben wir einfach mal rein. Da findet ein sogenannter Hit Trace statt, den wir natürlich noch zu To-Do zu programmieren haben. So, wenn wir jetzt sozusagen auf Play gehen und nehmen uns das Schwert und würden jetzt so eine Melee-Kombo ausführen, dann sehen wir hier drüben, steht dann jedes Mal Hit Trace. Das bedeutet, unser BPI Attack greift, die Message wird praktisch übergeben an unsere Function Hit Detection. So, gut, dann gehen wir einfach mal auf Save All und jetzt werden wir die ganze Geschichte einfach mal in unserem Third Person Character implementieren. Und dazu erstellen wir uns zuerst einmal eine neue Funktion. Das heißt, wir gehen hier drüben links auf Functions und dann auf Plus und diese Funktion, die nennen wir jetzt einfach mal Hit Detect. Hit Detection können wir nicht mehr, die ist ja schon vergeben von unserem BPI, deswegen nenne ich sie einfach mal Hit Detect. So, was wollen wir an dieser Stelle tun? Wir wollen jetzt sozusagen einen Sphere Trace ausführen, sodass wir dann auch erkennen können, ob wir einen Gegner getroffen haben oder nicht. So, dann ziehen wir hier einfach mal raus und geben ein Sphere Trace. Und zwar benötigen wir einen Sphere Trace for Objects. Der ist hier unten und den selektieren wir uns mal an. Wie du gerade gesehen hast, es gibt hier unterschiedliche Trace-Varianten. Wir wählen hier einen Sphere Trace for Objects explizit aus, weil, wie hier steht, Sys only finds objects that are of a type specified by object types. Und diese object types, die werden hier in einem Array definiert. Und unsere Enemies bestehen ja ausschließlich aus Character-Klassen. Und da musst du jetzt nicht mitmachen, ich zeige es bloß noch mal kurz. Wenn ich hier auf Blueprint gehe, dann ist Character ja eine Unterklasse von Pawn. Das bedeutet, wir können an dieser Stelle hier bei dem Object Type einfach mal rausziehen und da haben wir die Möglichkeit, mit einem Make Array sozusagen unterschiedliche Object Types in dieses Array zu packen. Aber wir suchen hier explizit einfach mal nach Pawn, weil Character selber nicht zur Auswahl steht, aber Character ja eine Unterklasse von Pawn ist. So, das heißt, wir suchen jetzt hier nach allen möglichen Arten von Pawns, in unserem Fall eben nach Enemy Characters. So, gut, jetzt müssen wir natürlich immer noch den Start und das Ende von diesem Trace definieren und das basiert ja wiederum auf unserem Anim NS Hit Detection, also auf unserem Anim Notifier State. Und da haben wir unterschiedliche Animationen aktuell damit bestückt. Und das bedeutet, wir müssen jetzt jedes dieser einzelnen Animationsabschnitte hier jeweils in den Start und in das Ende mit integrieren. Ich werde jetzt das Ganze zuerst einmal mit meiner allerersten ausgeführten Animation erklären. Das bedeutet, meine erste ausgeführte Attacke ist ja eigentlich ein Fausthieb. So, und der wird ausgeführt mit der linken Hand und deswegen müssen wir uns jetzt praktisch mal die linke Hand raussuchen, welcher Bone oder welcher Bone Socket das dann eigentlich sein soll. Und dazu gehe ich hier mal auf Mesh im Third Person Character und ich gehe hier drüben einfach mal auf mein Skeleton Mesh Asset und das klicke ich mal per Doppelklick an und dann sehe ich schon, ich habe hier meine unterschiedlichen Bones und ich werde wahrscheinlich einfach mal meine Hand brauchen und die heißt normal Hand R und Hand L, also für Left und Right. Jetzt gebe ich mal ein Hand und da habe ich hier Hand L. So, hier können wir natürlich wieder umschalten auf den normalen Gizmo und dann haben wir hier unsere Hand L und wichtig ist, dass wir hier diese
Schreibweise natürlich in klein mit Underscore L wieder keinen Rechtschreibfehler verursachen. So, und die kopiere ich mir jetzt einfach mal raus. Copy selected bone names. In dem Fall habe ich nur eine. Also ich schlage ja definitiv mit der linken Hand zu. Das ist wichtig, sonst würde er den Trace auf der rechten Hand ausführen. Aber die Animation erledigt das ja sozusagen mit der linken. Gut, jetzt an dieser Stelle gehen wir wieder rüber in unsere Function, in unsere Hit-Detect. Und jetzt ziehe ich hier mal aus dem Mesh raus und dann sage ich einfach mal getSocketLocation. So, getSocketLocation und ich hätte gern inSocketName, da mache ich Steuerung V, da habe ich meine HandL. So, das wäre jetzt aktuell mein Startpunkt und das ist auch zugleich aktuell mein Endpunkt. Das wird nachher noch etwas komplexer, weil wir ja das für alle 5 Animationen oder je nachdem wie viele du hast, erledigen musst. Oder wenn du nur Schwertgeschichten hast, dann musst du jetzt einfach mal zuschauen, weil wir machen das mit Hand und Fuß und Schwert. Das mit dem Schwert kommt dann an dritter Stelle. So, jetzt hat diese Sphäre natürlich einen Radius aktuell von 0. Das bringt natürlich nichts. Da werden wir auch nichts tracen. Da kann man jetzt einfach mal zum Spaß mal mit 20 experimentieren, dass wir auch was sehen. Und dann hier bei Draw Debug Type gehen wir einfach mal auf For Duration, dass wir auch bei diesem Faustschlag schon mal eine Reaktion von diesem Sphere Trace for Objects erkennen können und uns auch überzeugen können, dass das Ganze so richtig ist. Also Start ist die Hand, das Ende ist die Hand. Die Hand bewegt sich aber, Hand L, dieser Bone innerhalb der Animation in einem Radius von 20 in Sphere. Und damit wir das Ganze jetzt mal testen können, müssen wir das noch sozusagen aufrufen. Eine Funktion ruft sich ja nicht von selbst auf, aber wir haben ja unser BPI sozusagen ja implementiert. Das heißt, wir gehen auf den Eventgraphen und an der Stelle, wo jetzt der Printstring ist, werden wir jetzt bei dem Event Hit Detection von unserem BPI Attack einfach mal unsere Funktion aufrufen und die nennt sich ja jetzt Hit Detect. So, jedes Mal, wenn jetzt unser AnimNSHitDetection dann sozusagen diese Geschichte aufruft, aufgrund der Location innerhalb der Montage, wird dann automatisch das aufgerufen, dieser Event, und der leitet das weiter an unsere Funktion. So, dann können wir das Ganze jetzt einfach mal testen. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Play und dementsprechend funktioniert es jetzt ausschließlich bei meiner Faust und man sieht auch schon, auch wenn ich mich mal so nach vorne drehe, dass auch die linke Hand, dass das alles korrekt ist und das mit der linken Hand ausgeführt wird. Man könnte es vielleicht ein bisschen später beginnen lassen, aber im Endeffekt ist das alles Feinjustierung und so wäre diese Funktionalität eigentlich schon mal sauber mit drin. So, jetzt können wir auch gleich mal testen, ob unser Object Type Pan auch erkannt wird, den wir hier mit dem Array definiert haben. Und um das zu testen, sollten wir vielleicht mal einen von den Pilzen ein wenig größer machen, dass wir den auch mit der Faust treffen können. Das heißt, wir selektieren den an und dementsprechend werde ich den jetzt einfach mal ein wenig größer machen und dann ziehe ich nach oben mit der Ende-Taste, gehe dann nach unten und dann sollten wir bei einem Hit dann auch ein grünes Licht kriegen, praktisch einen grünen Sphere. Man sieht es auch, genau, wir treffen, aber wir verursachen natürlich noch keinen Schaden, weil das Ganze noch nicht. Doch, wir können natürlich, wenn wir oben treffen auf unserer sogenannten Damage Box, dann klappt das natürlich auch. Wir können auch diesen riesen Mushroom wegrollen. So, das wäre jetzt mal die Variante für den Faustschlag und jetzt müssen wir uns die Funktion mal so umbauen, dass es praktisch für alle Varianten gültig ist. So, wenn du dich jetzt fragst, woher die Farben kommen, die sind hier drin, wenn du den Pfeil nach unten klappst. Das ist die Trace Color, die ist frei definierbar. Und dementsprechend ist grün die Hit-Color vordefiniert. Und das ist die Draw-Time, die können wir auch mal verkürzen auf 2 Sekunden, dass die nicht ganz so lang da ist, diese Sphäre in unserem Draw-Debug-Type for Duration. So, jetzt wollen wir das Ganze für die zweite Animation mal erledigen. Das heißt, in dem Fall gehe ich wieder auf meine Level-Geschichte und dann auf meine Animation. Meine zweite ist ja der Fußtritt, also meine Anim Viking Attack 3. Und die schaue ich mir jetzt einfach mal nochmal an. Und der Fußtritt wird ausgeführt mit dem
rechten Fuß. So, dann können wir wieder wechseln auf unser SKM Pirate Girl und dann gebe ich hier oben einfach mal ein Food, das weiß ich auswendig und da gibt es sozusagen einen Food L und einen Food R. Und genau diesen rechten Fuß werde ich jetzt auch nehmen. Ich kopiere mir das auch wieder raus, damit ich keine Rechtschreibfehler verursachen kann. Und dann gehen wir zurück in unsere Funktionalität. Und dann können wir uns einfach nochmal ein GetSocketLocation raussuchen. GetSocketLocation. Und zwar vom Mesh. Jetzt biete das mit an. Okay, das brauche ich nicht, weil ich werde das natürlich mit diesem hier verbinden. So, und dann können wir hier das ganz bequem mit Steuerung V reinkopieren. Und jetzt haben wir natürlich die Problematik, dass wir hier schon Hand und Fuß haben. Natürlich können wir jetzt auch wieder den Fuß hier reinklinken am Start und am Ende können wir auch mal versuchen. Das heißt, ich gehe mal hier rein und hier rein und dann gehe ich auf Compile und dann dementsprechend gehe ich nochmal auf Play, aber wir müssen das natürlich jetzt dann noch voll unterscheiden. Das heißt, bei der Faust kommt nichts und beim Fuß kommt was. Das heißt, bei der Faust wird jetzt aktuell auch der Fuß angezeigt, ist ja auch klar, weil wir lösen das ja aus in unserem Anim Notifier State und dementsprechend aber der Fuß funktioniert sauber. Wir sehen es auch schon, ich kann mich auch mal nach vorne drehen, das wäre jetzt die Faust und dann wäre das der Fuß. So, und jetzt werden wir das Ganze einfach mal so umbauen, dass es schon mal für alle anderen Geschichten ebenfalls funktioniert. Gut, jetzt trennen wir mit der Alt-Taste und linker Maustaste mal die Verbindungen ab. Ich schiebe mal das Make-Array etwas runter, mache mir ein bisschen mehr Platz, dass ich mehr sehe. Und diese Geschichte schiebe ich jetzt einfach mal nach hinten. Und an dieser Stelle werden wir jetzt einfach mal ein Select einführen, das wir dann steuern. Wir haben hier so eine wunderschöne Variable angelegt in unserem Event-Graphen und die nennt sich ja Attack Count und die ist ja innerhalb unserer Funktionalität Attack mit integriert. So, wenn wir das Ganze nochmal aufrufen und wir haben die Enhanced Input Action IR Attack und hier drin steuern wir ja die einzelnen Animationen über den Attack Count, der ist ja zu Beginn 0 und dann wird er 1, 2, 3 und 4. So, das Einzige, was wir bedenken müssen, wir haben hier direkt bei der Play-Montage sofort den Ausgang, nicht bei Uncompleted und erhöhen den Attack-Count über ein Increment um 1. Das bedeutet, bevor der Anim-Notifier ausgeführt wird, ist unser Attack-Count schon auf 1, aber das werden wir jetzt gleich mal feststellen. Das heißt, unser Array verschiebt sich praktisch um den Wert 1. Das muss so sein, sonst würden wir unsere Kombo hier oben nicht sauber ausführen können. Gut, dann wechseln wir wieder auf unsere Funktion Hit Detect und an diesem freien Platz werden wir mal rechte Maustaste und suchen uns ein sogenanntes Select. Wir nehmen das mit dem umgedrehten E oder der 3 mit dem Strich mit der Verzweigung und hier an dieser Stelle, genauso wie bei den Animationsauswahlen, haben wir beim Index eine Wildcard und das werden wir jetzt gleich mal bestücken. Wir gehen hier runter bei den Variablen und ziehen uns mal den Attack Count hier rein. So, jetzt haben wir hier zwei Optionen und das würde jetzt wiederum bedeuten, wir gehen jetzt erstmal bei der 0 rein und bei der 1, aber ich möchte ja noch zeigen, dass das erst bei der 1 losgeht. So, dann dementsprechend können wir jetzt von diesen Optionen hier mit der Return Value wieder in den Start und in den End und dann hätten wir diese beiden Sockets Food R und Hand L auch mit abgewickelt. So, wenn wir das Ganze jetzt starten, werden wir sehen, dass es nicht wirklich funktioniert. Das heißt, ich mache jetzt den Faustschlag, dann macht er den Fuß und dann mache ich den Fuß und dann geht gar nichts mehr. Und das bedeutet, um das Ganze zu überprüfen, werden wir an der Stelle einfach mal einen Printstring integrieren. Das heißt, wir machen hier einen Printstring und da wollen wir uns mal diesen Attack Count ausgeben lassen. So, dann gehen wir einfach nochmal auf Play und dann dementsprechend habe ich hier oben stehen 1, man sieht es hier ganz viele 1er und dann ganz viele 2er, ganz viele 1er, 2er und 3, 4 gibt es auch noch, bis in die Index im Count. Ich lasse mal die linke Maustaste gedrückt, 2, 3, 4 und 5. Wir haben also nie eine 0. Gut, dann können wir an der Stelle uns wieder von diesem Printstring trennen. Das heißt, wir gehen hier rüber und
dann verknüpfen wir das wieder. So, dann müssen wir hier ein Add-Pin machen und dementsprechend verschieben wir das Ganze. Das heißt, die Geschichte kommt hier rein, hier trennen wir wieder ab und hier trennen wir eigentlich auch ab. Die 0 könnten wir leer lassen, aber ich würde sagen, leer lassen wir gar nichts. Das bedeutet, wir verbinden auch einfach mal die Hand-L-Geschichte in Option 0, die aber nie stattfinden wird. So, dann gehe ich nochmal auf Compile und Save. Das heißt, wir haben jetzt einfach die Hand in 0, was nie vorkommt. Dann haben wir sie in der 1, was sowieso gegeben ist. Und der Fuß ist jetzt aktuell in der 2. So, dann können wir das Ganze nochmal testen. Das heißt, ich kann hier nochmal Play drücken. Und jetzt sehe ich auch, dass diese Trace sauber ausgeführt werden. Ich kann mich auch nochmal nach vorne drehen. Das heißt, die linke Faust und der rechte Fuß funktionieren einwandfrei. So, und jetzt meine nächsten drei Animationen verwenden ja meinen Säbel und der hat ja nicht so wie die Hand und der Fuß den gleichen Start- und Endpunkt im Radius 20, sondern mein Säbel hat praktisch die Klinge, die einen Anfang hat und eine Spitze. Und ich erkläre das jetzt nochmal, weil ich habe zu Beginn des Tutorials ja erwähnt, dass du da wahlweise ein Static Mesh verwenden kannst oder so wie ich eben ein Skeleton Mesh Schwert. Und jetzt werden wir einfach nochmal auf den Level wechseln und dann gehe ich einfach auf Content. Dann suche ich nochmal nach dem Schwert und dementsprechend zeige ich das nochmal anhand dieses Static Meshes. So, das mache ich jetzt mal auf. Das habe ich ja zu Beginn des Tutorials in einem Abschnitt schon mal vorbereitet. Wenn du ein Static Mesh verwendest, dann musst du praktisch den Beginn und das Ende der Klinge sozusagen definieren mit einem Wort deiner Wahl. Hier habe ich es jetzt mal mit Start und mit End definiert. Und die Sockets bekommst du hier drüben über den Socket Manager. Du gehst einfach auf Plus und dann gibst du dem jeweiligen Socket einen Namen und schiebst ihn dann dementsprechend an die richtige Position. Also hier heißt es bei mir mal Start und End, aber wie gesagt, ich verwende kein Static Mesh in meinem Beispiel. So, dann habe ich an der Stelle ja ein Skeleton Mesh Sword verwendet und das kann ich mir drüben unter Mesh raussuchen. Ich klicke das hier mal doppelt und ich habe mir extra diesen Säbel ausgesucht, weil der schon diesen Start und diesen End Socket mit implementiert hat. Das heißt, ich verwende diese beiden Begriffe und du verwendest dann praktisch deine zwei Begriffe, falls du ein Static Mesh verwendest. So, ich werde mir jetzt einfach mal den Start Socket mal rauskopieren. Das heißt hier, ich copy selected Sockets. Ich glaube, das wird so nicht gehen. Da werde ich dann die Position kriegen. Das heißt, ich klicke hier mal doppelt rein und dann mache ich mal Steuerung und C. So, dann habe ich das auch zur Verfügung und dementsprechend werde ich jetzt einfach mal hier auf Get Socket Location da klicken und dann mache ich einfach mal Steuerung D für Duplicate und an dieser Stelle kopiere ich mir hier meinen sogenannten Trail Start Socket hinein. So, jetzt habe ich hier meinen Trail Start Socket und jetzt benötige ich noch einen und das mache ich auch nochmal mit Steuerung Duplicate und dieser heißt an der Stelle bei mir eben Trail und zwar End Socket. So, das können wir natürlich auch nochmal kontrollieren, indem wir hier drüber gehen auf unser Sword Mesh und hier gibt es den Trail End und ich denke, da habe ich keinen Rechtschreibfehler. So, du musst natürlich dann, falls du ein Static Mesh verwendest, dann deinen Start und dein Ende eingeben, dann heißt es bei dir eben hier Start und hier eben Ende. So, dann zieht jeder sein Schwert seiner Wahl raus, ich nehme das Skeleton, du kannst natürlich auch dein Static nehmen, je nach Bedarf und dann wird das Ganze sozusagen hier auch mal verknüpft. So, dann haben wir das Ganze schon mal soweit vorbereitet und an dieser Stelle müssen wir natürlich noch etwas anderes erledigen. Wir werden natürlich jetzt unterschiedliche Start- und Endpunkte haben, wie gesagt. Das bedeutet, wir trennen hier mal den Endpunkt ab. So, dass wir hier mal nur die Startgeschichten über den Attack-Count ausführen und dementsprechend haben wir gesagt, 0 und 1 ist jetzt mal unsere Hand, 0 ist ja nicht belegt. Dann kommt mein Fußschlag. Und dann mache ich noch eine Pin dazu. Dann kommt dementsprechend auch mein Säbel zum Einsatz. Das heißt, ich kann mit dem ein bisschen hoch. Ich trenne das wieder ab, weil ich das für die untere Endgeschichte verwende. Und dann kann ich hier an dieser Stelle einfach dieses
Trail-Startsocket mit der Option 3 verbinden. Dann mache ich noch eine Pin und noch eine Pin. Ich habe ja insgesamt drei Schwertschläge. Das bedeutet, ich kann diese Start von diesen Schwertschlägen in die 4 und 5 ebenfalls integrieren, weil diese Geschichten ja abhängig sind von unserem Attack-Count, die wiederum dann in unserer Montage verankert sind, eben mit unserem Anim-Notify-State. So, das wäre jetzt praktisch mein Start und das gleiche hätte ich jetzt gern fürs Ende. Das bedeutet, ich kopiere mir das Ganze einfach mal durch, den lege ich mir mal irgendwo hin und dann nehme ich das Ganze hier raus und mache hier mal ein Duplicate und schiebe mir das mal hier unten hin. So, jetzt habe ich hier nur den Unterschied, dass ich hier den Trail Start mit drin habe. Das heißt, ich werde einfach meinen Trail End Socket hier nochmal kopieren. Der kommt dann hier mit rein und dementsprechend wäre das Ganze dann schon fertig, weil bei unserer Hand ist der Start und das Ende das gleiche, beim Foot ebenfalls und hier haben wir bei unserem Säbel unseren Trail End Socket oder du wahlweise dein End oder je nachdem wie du das definiert hast in deinem Static Mesh. So, gut, dann haben wir das soweit vorbereitet und das wäre jetzt sozusagen unser End von unserem Sphere Trace hier. So, gut, ich hoffe, es ist einigermaßen klar. Wir haben praktisch einen Start und einen End von einem Trace und dementsprechend Hand ist immer gleich. Das heißt, beim Start und beim End nicht vergessen, Radius sollte irgendwas sein, nicht 0, nicht, dass du da vergessen hast, eine 20 zum Beispiel einzutragen. Und bei dem Schwert gibt es aktuell einen Trail Start und einen Trail End Socket, natürlich auch in alle drei Optionen, weil das ja immer abhängig ist, wie gesagt, von unserer Anim-Montage und von unserer Notify State-Geschichte. So, um das Ganze jetzt einfach mal zu testen, Compile haben wir ja schon, dann gehen wir einfach auf den Level, ich mache sicherheitshalber mal ein Save All und dann gehen wir mal auf Play und dann sollte das Ganze schon funktionieren. So, das ist meine Hand, das ist mein Fuß, das ist mein Schwert und das ist nochmal mein Schwert. Und ich denke, das sieht schon mal ganz sauber aus. So, ich drehe mich mal zu mir her und dann können wir das nochmal überprüfen. Aber ich denke, ja genau, beim Schwert gibt es ja keine Hand, kein Links und kein Rechts, sondern das Schwert hat einen Start und ein Ende. Und wenn ich jetzt den großen Pilz treffe, dann wird das Ganze natürlich auch grün und man kann ihn auch wegrollen, weil der ja automatisch oben seine Hitbox mit drin hat, wo man ja auch drauf springen kann, damit man ihn auf andere Enemies rollen kann. So, das wäre jetzt das mal soweit und dann geht es gleich weiter mit unserem Sphere Trace for Objects. Den wollen wir jetzt gleich noch auswerten und dazu schieben wir das Ganze ein bisschen rüber. Und nach einem Trace kommt immer ein Branch, damit wir das sauber programmieren. Und zwar, wenn die Return Value von dem Trace ein True ergibt, dann geht es erst weiter. Weil, warum sollte man hinten alles abwickeln, wenn ja gar nichts getraced wird oder kein Hit stattgefunden hat. So, und jetzt werden wir den Out-Hit mal auswerten. Das heißt, wir könnten jetzt hier Split-Struct-Pin machen, aber dann müssten wir immer hier rausziehen aus diesem Sphere-Trace-For-Object, aus dieser Funktion. Und deswegen werde ich jetzt hier einfach wieder ein Recombine machen und dann ziehe ich hier aus dem Out-Hit raus und dann sage ich einfach mal Break-Hit-Result. So, das hat zum Vorteil, dass ich die Geschichte einfach so verschieben kann, wie ich sie gerne möchte und habe das Ganze separat sehr übersichtlich zur Verfügung. So, hier geht es jetzt aktuell drum um unseren sogenannten Hit Actor, das ist der hier und da ich den hinten öfter brauche, dann ziehe ich hier nicht zu viele Linien raus, das heißt, den werde ich jetzt einfach mal zu einer Variable promoten. So, der nennt sich auch gleich Hit Actor, das heißt, wenn ein Hit stattgefunden hat im Branch, wenn das true ist, setze ich meinen Hit-Actor einfach mal hier an diese Stelle. So, gut, dann vermeiden wir ja wie üblich das Casting und das heißt unser Hit-Actor, da können wir ganz simpel wieder fragen, Actor has Tag, da kommt es auch schon. Und unser Enemy heißt ja auch im Tag Enemy. Enemy, da kannst du auch nochmal gerne nachschauen, ich kann mich da noch gut erinnern, der Player heißt Player, der Enemy heißt Enemy im Master. Und dementsprechend, wenn das Ganze natürlich true ist, da kommt jetzt an der Stelle einfach ein Branch, dann
können wir praktisch schon mal weiterfragen, ob dieser Enemy auch dieses Interface implementiert hat. Das haben wir noch nicht eingebaut, das werden wir jetzt dann gleich noch erledigen, aber wir können das zuvor schon mal ausprogrammieren. Das heißt, wir können jetzt hier bei dem Hit-Actor entweder wieder rausgehen oder ich ziehe mir jetzt einfach den Hit-Actor rein. Ich habe ihn ja jetzt hier definiert, deswegen habe ich das gemacht, damit es übersichtlicher ist und dann sage ich einfach das. Und zwar ein das Object Implement Interface und an dieser Stelle ein BPI und zwar das Attack, was noch to do ist. So, dann gehen wir hier wieder raus und machen wieder eine Branch oder B auf dem Keyboard, linke Maustaste. Hier kommt nochmal ein Branch mit hin und dann fragen wir das Ganze hier nochmal ab. So, wenn er das implementiert hat, dann möchte ich zumindest mal, wir haben ja in unserem BPI sozusagen nicht nur die Hit Detection, sondern auch eine Hit Reaction vordefiniert und dann hätte ich gern eine Hit Reaction und da ziehe ich hier raus und dann gebe ich einfach mal ein Hit Reaction und ich benötige aber nicht die Call Function und auch nicht die Klasse, sondern ich bräuchte die Message. Das heißt, in diesem Fall weiß Unreal nicht, was ich jetzt meine. Das heißt, ich schalte hier mal das Context Sensitive aus, in der Hoffnung, dass ich das bekomme, was ich gerne hätte. Und hier ist es auch BPI Attack Hit Reaction Message. Und das selektieren wir hier einfach mal an. Und dann können wir den Hit Actor hier gleich nochmal verbinden oder wahlweise nochmal rausziehen und konnektieren mit dieser PIN. So, jetzt haben wir eine Hit-Reaction mit dem Hit-Actor praktisch, der auch praktisch vom Typ Enemy, also Tag-Enemy sein soll und der sollte auch das BPI-Attack beinhalten. Und das werden wir jetzt gleich mal erledigen, das heißt, wir gehen hier auf Compile, wir gehen auf den Level, wir trennen uns von dem Suchbegriff und unter Content wechseln wir einfach in unser Verzeichnis Enemies, Monster, Blueprints und das Angenehme ist, wir gehen hier einfach in den Master. So, dann gehen wir in den BP Monster Master und wenn wir das BPI hier implementieren, dann steht es allen anderen Kindern oder Child-Klassen ebenfalls zur Verfügung. Das heißt, hier oben gehen wir auf Class Settings und hier unten bei Interfaces, Implemented Interfaces, gehen wir auf Add und dann sagen wir BPI und dann nehmen wir die Attack-Geschichte und dann machen wir hier ein Compile. So, dadurch wäre die Geschichte schon mal implementiert und wir können jetzt einfach mal hier zum Spaß, weil wir müssen das später natürlich unterscheiden zwischen den einzelnen Gegnervarianten, aber wir können hier schon mal das Ganze versuchen auszugeben. Das heißt, wenn wir hier auf Interface gehen oder wir schauen zuerst mal nach, ob der Tag auch richtig geschrieben war. Wir geben hier oben mal Tag ein, ja, also sämtliche vom Master abgeleiteten Childs haben den Tag Enemy unter der Rubrik Actor. So, gut, an dieser Stelle werden wir einfach mal was ausgeben. Wir gehen hier auf Interface Links und sagen einfach mal Hit Reaction. Ziehen wir einfach mal raus und machen einen Print String und dementsprechend schreiben wir einfach mal rein Hit und ein paar Ausrufezeichen oder du suchst dir was aus, was du gerne sehen magst. Mir geht es jetzt praktisch darum, ob diese BPI-Attack-Interface-Geschichte mit meiner Funktion hier drüben dann auch sauber funktioniert. Das heißt, hier wird ja abgefragt, ob es ein Enemy ist, ob er das BPI-Attack hat, haben wir gerade implementiert. Und wenn das alles true ist, dann würde ich gerne diese Reaktion auslösen. Und das werden wir jetzt auch gleich testen, indem wir uns mal das Schwert nehmen und mal versuchen, auf den großen Pilz einzudreschen. So, jetzt muss ich erst warten, bis er stehen bleibt. Und hier drüben steht Hit. Und zwar natürlich mehrfach, weil natürlich jeder dieser einzelnen Sphere Traces diesen sogenannten Hit ja auch auslöst. So, aber erst wenn ich oben drauf komme, kann ich ihn natürlich wegschleudern. Gut, dann würde ich sagen, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat dir wie immer Spaß gemacht und du bist einigermaßen mitgekommen. Und über ein Like oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.